mich ist das Gänsehaut pur. Ich stehe einfach so auf diese Helden der Meere. John Maynard. Wer ist John Maynard? Diese Frage kann euch unter anderem Theodor Fontane beantworten. Er hat die Ballade verfasst im Jahre 1886 und sie basiert auf einer, wie man sagen muss, tragischerweise historischen Begebenheit. Im Jahre 1841 fuhr der Raddampfer Erie auf dem Eriesee von Buffalo nach Erie. Er erreichte das Ufer nie, weil er zwischenzeitlich in Brand geriet. Man schätzt, dass ca. 300 Menschen an Bord waren, aber nur 29 von ihnen haben überlebt. Einige vielleicht aufgrund der Tapferkeit vom Rudergänger. Sein Name Luther Faller. Luther Faller blieb am Ruder, weil er unbedingt das Ufer erreichen wollte, um die Menschen zu retten. Er hat es nicht ganz geschafft. Er selbst ist verstorben. Ihm ist diese Ballade gewidmet und mit der Zeit hat sich sein Name geändert in John Maynard. Theodor Fontanes Werk ist berühmt im deutschsprachigen Raum, nicht in Buffalo. Und dort reisen aber immer wieder TouristInnen hin und suchen diese Gedenktafel, die die Stadt laut der Ballade ihrem Helden gewidmet hat. Aus Marmor mit goldenen Lettern. Die gibt es dort aber nicht. Irgendwann haben sich die Menschen in Buffalo gedacht, ach komm, geben wir den Deutschen ihre Gedenktafel. Und sie haben in die Kaimauer eine aus Bronze eingelassen. Für mich ist das ein besonderes Beispiel, wie aus einem historischen Ereignis eine Legende wird und wie aus dieser Legende am Ende Materie entsteht. Noch da, John Maynard. Und Antwort schallt mit ersterbender Stimme. Ja, Herr, ich halt's. Für mich ist das Gänsehaut pur. Ich stehe einfach so auf diese Helden der Meere. Zum Beispiel auch Nies Randers könnt ihr euch hier anschauen. Also, sagt mir, was ihr von dieser Ballade haltet. Musstet ihr sie auswendig lernen? Habt ihr es geliebt? Kennt ihr sie bis heute? Was für Balladen, was für Gedichte wünscht ihr euch noch? Ich brauche Futter für meine Poesiethek, aber gemeinfrei muss das natürlich alles sein. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch und gerne natürlich abonnieren. Jeden Sonntag gibt es hier ein neues Video. Und wenn ihr die ganze Sache unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch finanziell zum Beispiel über PayPal.me einmalig oder Patreon regelmäßig. Da bekommt ihr dann auch Insider-Infos zu den ganzen Werken und zu meiner Arbeit. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch noch einen stürmischen, aber sicheren Tag. Bis bald, eure Anna Magdalena.